So Leute, willkommen zurück zu Zelda Link's Awakening. Wahrscheinlich sind wir jetzt in den letzten paar Momenten hier, denke ich mal. Ich habe im letzten Part ja noch kurz rangehangen, was ich da in der Bibliothek gelesen habe. Und ich glaube, das ist wichtig hierfür. So, wollen wir mal den Windfisch erwecken. So, ich bin gespannt, was passiert. Lauschen wir mal einfach, was jetzt kommt. Na, das war doch schön. Der Moment ist gekommen. Der Wind verschwartet auf dich. Geh in das Ei. Uhuhuhu. Alles klar, Schuhuhu. Dann wollen wir mal reingehen. Windfischei. Voll unheimlich, ey. So, ich denke mal, hier brauche ich jetzt das Ding, wa? Machen wir mal links, hoch, rechts, hoch, links, hoch, rechts, hoch. Und es hat geklappt. Okay, Leute. Puh. Wir sind das Produkt der Albträume. Wir haben den Windfisch in Tiefschlaf versetzt, um die Herrscher dieser Traumwelt zu werden. Und solange der alte Windfisch schläft, wird diese Insel nie verschwinden. Wenn du nicht gekommen wärst, wir hätten ja für immer die Macht gehabt. Aber wer weiß, noch hast du uns ja nicht besiegt. Bist du bereit? Erstmal ausweichen können und so. Was bist denn du jetzt? Ah, Moment mal, Zauberpulver. Aha. Klappt also. So. Was kommt jetzt so? Moment mal, das sieht aus wie Aghanim aus A Link to the Past. Moment mal. Bam! Ja, dich kenne ich, Mann. Ich habe das Spiel durchgezockt, du Arsch. Boah! Dieser olle Ausweichertypi. Bam! Gott, zack, jetzt habe ich voll Schaden gekriegt. Scheiße. Okay, der hält schon mehr aus als dieses komische Hüpfding von eben. Oh, oh, verdammt. Oh, da muss ich aufpassen. Okay, der ist wohl auch kaputt. Was kommt jetzt? Ich denke mal einfach nur. Genau, einfach nur den. Oh, der wird aber schneller. Ja, komm her, du Arsch! So! Oh, da geht er richtig am. Wir sind hier nicht auf der Rennstrecke. Wie viel Energie hat das Vieh? Das geht ja gar nicht. Zack. Boah.
Boah, Alter, wie fies der ist, Alter. Wie viel der aushält, das ist ja... Der ist doch hier wie der erste Endgegner, nur viel stärker. Okay, jetzt ist er besiegt. So, was kommt jetzt? Ach du Kacke, der sieht aus wie, der sieht aus wie, Ganon aus A Link to the Past. Boah. Ja doch, der hat echt Ähnlichkeit mit Ganon aus A Link to the Past. Immer schön vorsichtig hier. Ja, Attacke! Zack! Und schön ausweichen. Du komm ja hier, du Arsch. Zack! Zack! Oh, wie viel der aushält. Aber Moment mal, jetzt ist er auch tot. Ah! Geh weg! Hä? Ach du Scheiße! Was kann ich denn... Vor allen Dingen für die Grafik-Bugs hier, ey. Oh, der hat ein Auge. Ich glaube, da muss ich reinschießen. Oh, der hat ein Auge. Oh, verdammt. Ich glaube, ich rüste lieber Feder und Bogen aus. Zack. Zack. Los, zeig dein Äuglein. Zeig dein kleines Äuglein, los. Zeig dein Äuglein. Und zack. So, scheiße. I won't die, asshole. Stop. Zack. Oh, fuck, der dreht ja seine Arme jetzt so eklig. Wie viel Damage der macht. Scheiße. Zack. Zack. Naja, egal, ich habe ja einen Zaubertrank. Und das war er auch schon. Jetzt zeig doch mal ein hässliches Auge. Los, Auge hier. Die Insel löst sich auf. Unsere Welt verschwindet. Unsere Welt. Unsere Welt. Wer auch immer da spricht. Nils, du hast alle Albträume besiegt. Steige die Leiter nach oben. Komm. Achso, das war der Windfisch. Oh, geil. Oh, wo bin ich denn hier? Im Kosmos oder was? Ist ja übel. Ach, die Eule. Wie kommst du denn jetzt hier rein? Uhu, herzlichen Glückwunsch. Ich wusste, wenn es jemand schaffen kann, dann nur du, Nils. Alle Albträume sind besiegt. Tja, als Teil der Seele des Windfisches war es mein Auftrag, diese Welt zu bewachen. Aber eines Tages drangen die Albträume in diese Welt ein und terrorisierten die Bewohner. Dann kamst du, Nils, um die Insel zu retten. Ich hatte stets Vertrauen in deine Kraft, dein Mut und deine Weisheit. Nils, nun ist das Werk vollbracht. Gleich wird der Windfisch aufwachen. Auf Wiedersehen. Uhuhu. Boah, der Windfisch. Wie der aussieht, ey, ist ja krass. Ich bin der Windfisch. Lange war mein Schlaf. Im Traum ein Ei erschien, mit einer Insel drumherum. Da waren Tiere und Menschen. Aber jeder Traum ist einmal zu Ende. Und wenn ich ganz wach bin, wird die Insel Kokolint verschwunden sein. In deinem Gedächtnis aber wird sie immer weiterleben. Eines Tages erinnerst du dich an Kokolint und denkst, es war gar kein Traum. Komm, Nils, lass uns gemeinsam aufwachen. Spiele die 8 Instrumente, spiele das Lied des Erwachens. Jetzt löst sich langsam alles auf.
Also irgendwie ist sie da traurig, dass sich die ganze Insel jetzt so auflöst. Och, Maren, ey, ist das fies, die arme Maren. Oh, die ganze Insel, oh, einfach weg. Krass, Mann. Also muss ich sagen, das ist schön animiert. Oder so. Also für die Gameboy-Verhältnisse damals ist es cool. So Mutter sind allein auf dem Ozean, ey. Ihr könnt da voll Panik. Am Himmel fliegt der Windfisch, na klar. Also lebt er doch und so und alles, ja. Hm? Boah, der ist ja wirklich da. Es war kein Traum. Cool, Mann. Leute, so wie es aussieht, kommen jetzt die Credits, oder? Oh ja, die Credits. Mensch. Also das Spiel ist krass. Die Geschichte, cool, ja. Ein Fisch träumt und eine Insel entsteht, die wir dann retten müssen. Und vor allem zum Schluss jetzt das mit den Albträumen vom Windfisch, dass praktisch er und die Insel vom Albtraum geplagt wurden und so, haben wir jetzt befreit. Krass, Mann. So. Also wir haben ja viel erlebt, es sind über 30 Parts, also ganz schön lange für so ein Gameboy-Spiel, finde ich aber krass. Krass und cool. Hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und beim Spielen hat das Spiel immer mehr Spaß gemacht, das ist unglaublich. Also ich denke mal, alle, die das Let's Play gucken, haben das Spiel schon gespielt, im Gegensatz zu mir. Ich habe es jetzt erst gezockt und ja, ich finde es spitze. Und was hier für fiese Anzeigefehler bei den Credits? Ne, ein kleines Fazit noch schnell zum Spiel. Ja, was heißt noch schnell? Einfach so. Also es war wirklich toll. Hat mich sehr an die Orakelteile erinnert, obwohl die später rauskamen. Die Dungeons waren auch ähnlich aufgebaut. Vor allen Dingen war das Spiel auch kompliziert und hat richtig zum Nachdenken angeregt, weil sowas ist man gar nicht mehr gewohnt von Zelda heutzutage. Teilweise fällt einem wirklich viel in die Arme, einfach wenn man zockt und hier war das ganz anders. Hier musste man noch richtig nachforschen. Das fand ich cool. Schwer, aber cool. Ist mal was anderes gewesen. Und ja, ich hoffe auch, dass ihr alle genauso viel Spaß hattet bei dem Let's Play wie ich. Also ich fand es einfach großartig. Ich habe auch an einem Tag habe ich mal 12 Parts aufgenommen, weil ich es einfach nur so geil fand. Ach ja, dann wollte ich mal wissen, wie es weitergeht, wie die Dungeons werden und alles. Also total cool. Ja, wirklich ein echt tolles Spiel, Leute. Und ja, das hier ist ja die DX-Version mit Farbe. Und diesen Farbdungeon, den gab es, glaube ich, ne, den gab es nicht im normalen Spiel. Das normale Spiel war halt in Schwarz-Weiß. Also ja, ich kann das Spiel nur weiterempfehlen. Auch die Schwarz-Weiß-Version, die ist sicher auch cool. Und ja, was haben wir geschafft? Wir haben fast die komplette Karte aufgedeckt. Wir haben alle Herzteile gesammelt. Und alle Fotos und so. Und durchgezockt, Mann. Ja, und hier mit diesem Ende-Bildschirm will ich mich jetzt nochmal verabschieden. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in den nächsten Let's Plays. Also, ciao.